Schon noch eine Spur von Katerstimmung in Hannover. Innenminister de Maizière wollte sich zu keiner klaren Aussage hinreißen lassen, in welcher Höhe der Hochleistungssport künftig gefördert wird. DOSB-Präsident Hörmann machte auch die aktuellen Fußballskandale mit für das Antivotum der Hamburger verantwortlich, um sich dann aber in Zweckoptimismus zu üben. Jetzt lass uns ins zweite Jahrzehnt des DOSB gehen, unter der Annahme, dass zeitnah eine weitere Bewerbung um ein solches Großereignis nicht kommt. Unterdessen werden überall im Lande die Sportler des Jahres gefeiert, auch beim SC Magdeburg. Das Signal aus Hannover ist angekommen, ein bisschen geht die Angst um im Sport eine Woche nach dem Olympia aus. Das hat auch die Politik vernommen. Und da muss man es international mal wahrnehmen. Ich komme ja viel in der Welt auch rum, die anderen sagen, also ihr habt München nicht gekonnt, ihr habt Hamburg nicht gekonnt und einen Flughafen könnt ihr auch nicht bauen. Das ist die Botschaft, die einen draußen ereilt. In Hannover wurde auch ein Thesenpapier des Bundesinstituts für Sportwissenschaft diskutiert. Professor Hottenrott von der Universität Halle-Wittenberg hatte dafür schon im Vorfeld viele Kritikpunkte geliefert. Zum Beispiel die unzureichende Individualisierung des Trainings, die zu starke Monopolstellung der Verbandstrainer. Zudem seien die Stützpunkte zu sehr von der Sportwissenschaft abgekoppelt. Vor allem aber müssten die durchaus ja vorhandenen Gelder gezielter verteilt werden. Diskuswerfer Martin Wierich, 2013 WM-Vierter, kann dem nur beipflichten. Dafür muss man auch den Trainerjob lukrativer machen und das geht natürlich mit Geld. Und ohne Geld funktioniert es nicht. Auch auf der Weihnachtsfeier der 2015 sehr erfolgreichen Leichtathleten des SV Halle kreisten alle Diskussionen um die Zukunft des Sports. Der Abteilungsleiter drückt es sehr drastisch aus, Enttäuschung ist noch untertrieben. Also ich bin da ganz ehrlich, wir haben alle Mann die ganzen Jahre gearbeitet, geackert, ganz viele Leute an der Basis. Die Leistungen kommen nicht von ungefähr. Das wird erstmal immer vergessen. Zweitens, das System als solches, Sportpraxis steht. Wir müssen vielleicht oben mal überlegen, wie man Geld nach unten umschichten kann. In Hannover ging man ohne die Verkündung klarer Zahlen auseinander, wohl aber mit der Ankündigung einer Strukturreform, hoffentlich eine mit Punktlandung.